Die Zahl der Menschen, die für die Stadt Hamburg arbeiten, nimmt weiter zu. So stieg der Gesamtpersonalbestand von 67.690 im Jahr 2022 auf 69.833. Da zum ersten Mal auch die drittmittelfinanzierten Stellen der Hochschule mit ausgewiesen worden, nahm die Anzahl der Vollkräfte um 316 zu. Während einige Arbeitsbereiche weiterhin stark nachgefragt sind, blieb die Prozentzahl der weiblichen Führungskräfte auf dem Vorjahresniveau. Insbesondere ist nach wie vor groß dabei der Bereich Schule und Bildung, aber auch der Bereich Polizei, innere Sicherheit. Wir haben weiterhin einen steigenden und hohen Frauenanteil, 57,3%, also mehr als die Hälfte aller Beschäftigten sind weiblich. Wir haben nach wie vor eine hohe Teilzeitquote bei den Frauen von 51,4% und bei den Männern von 17,8%. Das ist im Vergleich zum Vorjahr eigentlich unverändert. Dies trifft auch auf die Beschäftigungszahl in Relation zur Bevölkerung zu. So haben für 1.000 Einwohner Hamburgs durchschnittlich 35,6 Beschäftigte gearbeitet. Dies ergibt im Vergleich zum Vorjahr einen leichten Rückgang um 0,2. Mit 24,2% hat sich der Einstellungsanteil von Nachwuchskräften mit Migrationshintergrund weiter erhöht. Das Durchschnittsalter der Beschäftigten ist hingegen erneut gesunken und beträgt nun 44,7 Jahre. Trotz einer höheren Anzahl von Ausschreibungen ist die Anzahl der Bewerbungen pro ausgeschriebener Stelle zudem gestiegen. Daraus zeigt sich, dass die Kampagne Jobs so bunt wie das Leben erfolgreich war und die Stadt weiterhin eine attraktive Arbeitgeberin ist. Pörzen kennt die Gründe dafür. Einmal haben wir sehr, sehr unterschiedliche Einsatzbereiche und Möglichkeiten, in denen man arbeiten kann. Wir haben natürlich nach wie vor eine hohe Jobsicherheit, aber, und das erleben wir in vielen Bereichen, dass das Thema, man will etwas Sinnvolles tun, durchaus auch gerade in der jüngeren Generation eine große Rolle spielt. Also ich kann Ihnen sagen, auch hier wieder aus dem Bereich Digitalisierung, wir haben durchaus eine ganze Reihe von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die auch aus der Privatwirtschaft, nachdem sie da vielleicht angefangen haben, zu uns wechseln. Es werden auch mal immer welche abgeworben, das kommt auch vor, aber auch welche, die zu uns wechseln, weil sie sagen, so, hier sehe ich einen Sinn und will hier gerne dabei sein. Dennoch ist die Fachkräftegewinnung für die Hamburger Verwaltung eine große Herausforderung. Diese sieht sich hingegen gut darauf eingestellt und möchte den Weg zu mehr Digitalität und zu einer moderneren und leistungsfördernden Kultur von Führung und Zusammenarbeit konsequent weiter beschreiten.